Spontan sind die Menschen in der Nacht auf Samstag auf die Straßen geströmt, haben gefeiert und Raketen in die Luft geschossen. Große Double-A-Sause. Double-A ist das neue Triple-A. Ja, wie wär's denn damit, wenn wir diese aufgeblusterten Heinis von Standard und Murks und wie die alle heißen, einfach weglachen würden? Weil deren Bedeutung besteht ja einzig und allein darin, dass man sie ernst nimmt. Aber wenn wir aufhören würden, sie ernst zu nehmen, dann wären das ganz schnell irgendwelche Firmen, die nichts produzieren und von denen man nicht so recht weiß, wozu sie eigentlich gut sind. Und jetzt weiß ich schon, die Ratingagenturen sind nicht an den wirtschaftlichen Schwierigkeiten schuld. Aber so einfach freisprechen kann man sie auch nicht. Es wäre genauso, wie wenn man sagen würde, der Brandbeschleuniger ist nicht am Feuer schuld. Weil klar, der entzündet sich auch erst, wenn es glimmt, aber er ist schon auch mit dafür verantwortlich, wenn es dann hinterher lichterloh brennt. Und genau diese Rolle haben eben die Ratingagenturen in der jetzigen Phase der globalen Finanzkrise übernommen. Und Sie wissen ja, ich habe das hier ja schon einmal gesagt, wie die Ratingagenturen ihr Geschäftsmodell anlegen. Die lassen sich dafür bezahlen, dass sie raten. Also bei irgendwelchen Wertpapieren, da ist es einfach so. Sagen wir, Goldman Sachs gibt ein Wertpapier heraus und geht zu Standard & Poor's und sagt, hey, Standard & Poor's, wir hätten da Papier oder Derivat und dafür hätten wir gerne ein Rating. Und dann sagt Standard & Poor's, okay, ja, wunderbar, AAA kostet $100,000. Das ist also, ich wiederhole mich, das korrupteste Geschäftsmodell der Welt. Ja, und vielleicht erinnern Sie sich ja noch, Standard & Poor's. Das war jene Ratingagentur, die noch im September 2008 die Bank Lehman Brothers als sichere Anlage bewertet hat. Keine 10 Tage bevor der Ruin dieser Bank die globale Marktwirtschaft beinahe in einen Kollaps gestürzt hat. So, und die bewerten jetzt unsere Kreditwürdigkeit. Was ich aber selbst bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass nicht nur kommerzielle Banken und andere Finanzinstitutionen diese Agenturen bezahlen für die Ratings, sondern auch die Staaten. Wir zahlen dafür, dass die uns bewerten. Ich habe mir das aufgeschrieben. Irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Warten Sie, wo habe ich den Zettel? Das ist ein Chaos. Ich brauche einen Büroleiter. Unbedingt brauche ich einen Büroleiter. Ich muss mal die Laura fragen, ob der vielleicht irgendjemand einfällt. Also ja, hier habe ich's. 700.000 Euro jährlich zahlen wir denen für die Ratings. Ich meine, das ist kein ganz kleiner Betrag. Ich meine, für den wird sogar der Hochecker zum Telefon greifen. Naja, und wenn sich Standard und Murks so um unseren Staatshaushalt sorgt, na, da können wir doch gleich mit dem Sparen anfangen. Keinen Cent für diese Kasperl. Na, aber gut, üben wir uns in der Tugend der Gelassenheit. Das Downgrade von Standard und Poor's muss uns wirklich nicht kratzen. Wer ist denn heute noch AAA? Und die Zinskosten steigen bei schlechter Bonität. Das mag zwar so im Generellen stimmen, aber nicht heute und nicht in der Liga, in der wir sind. In der Liga der wirtschaftlich am besten dastehenden Länder. Weil da wissen die Anleger schon selbst, dass sie nur schwer sicherere Anlagen finden werden. Deshalb geht ein Downgrade da nicht unbedingt mit Zinssteigerungen einher. Im Gegenteil sogar. Die USA wurden vor einem Jahr runtergestuft, aber die Zinsen für amerikanische Staatsanleihen sind in der Folge weiter gesunken. Weil versuchen wir das doch mal zu verstehen, wie ticken eigentlich Anleger in Zeiten hoher wirtschaftlicher Instabilität. Sie suchen nach möglichst sicheren Anlagen. Und als möglichst sichere Anlagen gelten als erstes mal die Staatsanleihen der ganz großen Player. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil sich die Anleger denken, na, wenn der zusammenkracht, dann kracht eh alles zusammen. Also sicherer kann man gar nicht anlegen, denken sich die. Und von diesen Überlegungen profitieren eben die USA, Deutschland, ein bisschen auch Japan, trotz seiner 200% Schulden gemessen am BIP. Ja, und dann kommen eh schon Länder wie Österreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder. Also Länder mit relativ niedrigen Schuldenständen, mit ordentlichen Wachstumsraten, niedriger Arbeitslosigkeit und so weiter. Ja, und das wissen die Anleger schon und da ändert auch Standard und Murks nichts dran. Nun sagt aber Standard und Murks, Österreich ist nicht mehr eine ganz so sichere Anlage, weil Österreich von einer Staatspleite in Ungarn und Schwierigkeiten in Italien stark bedroht ist. Weil unsere Wirtschaft und vor allem unsere Banken stark verzahnt sind mit diesen Ländern und hohe Risiken dort eingegangen sind. Und deswegen werden wir runtergestuft. Also Klartext wegen dem Treichel und dem Rotensteiner und all unseren Finanzgenies,
die viel zu viele Fremdwährungskredite in Ungarn und sonst wo vergeben haben. Und das ist schon logisch und irgendwie auch nachvollziehbar. Und andere werden nicht runtergestuft. Und das ist schon weniger logisch. Denn stellen wir uns vor, dieser Dominoeffekt, den Standard & Murks seiner Einschätzung zugrunde legt, tritt wirklich ein. Und stellen wir uns vor, Ungarn geht bankrott, was leicht sein kann. Und Italien geht bankrott und die großen Banken gehen bankrott. UniCredit in Italien beispielsweise, unsere großen Banken wegen dem Ostgeschäft. Wenn das tatsächlich eintritt, da fegt dann ja ein wirtschaftlicher Tsunami durch Europa und durch die globale Marktwirtschaft und dann bleibt eh kein Stein mehr auf dem anderen. Also warum man, wenn man so ein Katastrophenszenario zugrunde legt, Österreich downgradet, Deutschland aber etwa nicht, das ist schon etwas unverständlich. Oder glauben diese Herrschaften vielleicht, wenn alles in Trümmern liegt, dann ist es in Deutschland trotzdem super? Ich meine, wir wissen schon, dass die ein bisschen deppert sind, die Analysten von diesen Agenturen, aber so deppert können die ja auch wieder nicht sein. Aber wahrscheinlich haben die einfach gewürfelt oder einfach geraten oder irgendwer hat Karten gelegt oder mit Dartpfeilen auf Zielscheiben geschossen. Und die Zufallsergebnisse, die wurden dann Grundlagen für die Analyse. Und dafür kriegen die alleine von uns 700.000 Euro. Super Geschäftsidee. Ich glaube, ich muss mir unbedingt einen Wiffen-Büroleiter suchen, der auch mich auf solche tollen Geschäftsideen bringt.